Okay, das war nett. Das war nett. Die Sorgen einer Brücke. Soll ich es mal versuchen? Nochmal 5-Sterne-Mission. Das ist ja alles hier absolut lappig. Ah, egal, machen wir weiter. So, let's go. Mal gucken, was noch so geht. Okay, Charlotta. This is the place we heard about. It is freezing out here. Let's get this over with, so I can go back to the inn. Right. Somehow, I don't think she'll keep us waiting long. Leave it. Leave it. Did you hear that? Ein Möchtegern Geist ist aufgetaucht. Leave your gill and treasure and be gone from this place. Was ist das denn? Soll ich das ernst nehmen? If the undead princess is royalty, she must be the rich. Well, I guess it's possible. No, who else must be? Okay, obwohl Fangen drin ist. The wealthy, that skeleton, the Mirage Lich. What? Oh, I get it. Lich, rich. Check mir mal, ob ich sie fangen kann. Oh, perfekt, kann ich gefangen werden. I have a kill to my name. Und es hasst Feuer, perfekt. Furcht, dann habe ich aber Angst. So, direkt nochmal nachsetzen. Was zum Fick war das denn jetzt? Warum habe ich Wallum eingesetzt? Das war irgendwie nicht der Plan. Ah, normal Angriffe tun das auch. Alles klar. Ja, easy. Warum die sich mit der Zombie-Prinzessin geboxt haben, hat keiner erklärt, aber okay. Warum nicht? Kann man machen. Okay, okay. Just lay off of me. Wow, you're the strongest mortals I've ever seen. I don't suppose such tough gals would be willing to. Do you think she was trying to tell us something there? Nee, das passt so. As long as she's not bothering this place anymore. Let's go home. Stop right there! Are you just naturally mean? Because I was all like, don't kill me, let's talk. Don't pretend you didn't hear me. Was I supposed to spare you so you'd stab me in the back? And why are you still breathing? Charlotta, beste. Ah, I am so not breathing! Check it out, dead as a doornail! Oh, I'm undead. Creepy she monster scare folks away from my inn because that would basically put me out of business. Shall we, Refia? Remind me never to get on your naughty list. Look who you can't kill. What is it going to take? Charlotta, I don't think we're going to make much progress this way. Maybe we should hear what she has to say. You're way too nice for your own good. Now talk, and it better be worth it if you don't want a beating. You're so violent. Look, just for the record, I'm not doing this because it was my choice. Come on, being a mirage leaves me with so much time to kill. So I said, fine, what the hey? May as well make a little bling bling off my hobby. So you're tormenting people just because you're bored? Oh, please don't hurt me. I'm just trying to give you some context. If a lady has a better idea, then hey, I'm all ears. So what you're saying? Is you don't know what to do with your unlife. Yeah, super lame, I know. I mean, all I've really got is this deep-seated grudge, which is great for my hex life. But sometimes the magic just isn't there, even though it's supposed to be. True, das Hex life. Alles klar. If I can't slay you, I may as well make you useful. For real? From now on, instead of scaring adventurers away from my inn, I want you to scare them towards it. If you can do that, you're hired. Cool! You really mean it? Yes, I'll do it! I'm on the job! And don't you go threatening them or stealing their valuables. Oh, I would never dream of it, mistress! I have a purpose! Something to live for at long last! You just got through telling us you're dead. Well, that should take care of that. Refia, we're leaving. Oh, right! Hey! Wait, mistress! I'm going with you! Nope, your job is right here, 24/7. Is that like even legal? Ach du Scheiße.
klar, kann man machen. Kann man absolut machen. Haben die halt eine Zombie-Prinzessin eingestellt. Warum auch nicht? Geht schon klar. I'm taking a break now. What now? Wovon machst du Pause? So, was haben wir noch hier? Hass bleibt Hass. Besiege die lästige Mirage im Krise-Flachland. Okay, nochmal Charlotte und Refia, so wie es aussieht. Eigentlich habe ich auf diese Nebenmission gerade so gar keinen Bock, um ehrlich zu sein. That's quite all right. Thank you. I'm not tired. And I need to cross the ridge by nightfall. Ugh, you know what? Strength fading. Oopsie. Now I've really gone and zombified the pooch. Well, no one's gonna blame me for helping young people go green, right? Hey! Any luck drawing in customers? Oh, m'lady, hello! I was just about to take this gentleman here to the Solace. Huh? What's the matter with him? Looks like he's already got one foot in the grave. I'll bet you he's just hungry, right? You'd better take him back to the inn. On the double. Okay. Refia, get this young man set up with a meal. Undead Princess and I are gonna check out that lead. Sure. Good luck. And watch each other's backs out there. So, what exactly is this lead we're chasing? Oh, there's been talk of a really obnoxious mirage haunting these parts. From what I hear, it's just as irritating as you used to be, which means I need to dispose of it. And you're helping. Well, why don't you tell me how you really feel about me? In here, I thought you cared. Come on, Death Breath. Hey, lady, wait for me! Stinkmumie. Die Dialoge sind Gold wert. So this is the place, then? Echt. Swank. The ground here is nice and damp. You couldn't ask for better turf to work up a grudge. Really? I never thought this region would be prime real estate for mirages like yourself. Who goes there? Who has come to trespass upon my domain? This land is mine. Begone at once. Begone fort. Okay, wer ist da? Wer will es wissen? I may not be rich, but I've got lots of courage. Hardy Har, you remember the rich lich joke. So is this your passive-aggressive way of telling me you want me to give you some money? Okay, very well. Here's one gil. Woohoo! One gil! Now I can buy... Hey, wait, I can't buy anything with this! Look out! Hey, hold on! This discussion isn't over! Doch, die Diskussion ist vorbei. Sie hat soeben geendet. Komm, ich brauch die Level-Ups. Drei kleine Zombies. Wir sollen davon satt werden. Who put the wrath in these wraiths, huh? And here I thought I had a nasty grudge. At least they had a good sense to disappear in the end. Sure did. This is so mies. So why is it you can't find the grace to just fizzle out? What? Why would you say something like that? You don't like having me around? I wonder. Maybe you'll pass away properly if I work you a little bit harder. Whoa. I was kind of hoping to put my roots down here in the physical plane, if that's cool. I think we should head back and check on our guest. Okay. Hey, listen. I'm pretty useful to have around. Did you know I can do tricks? Yeah? What kind of tricks? Oh, well, like, funny faces. Hurry up! Trick or frown! Don't quit your day job. Lass es sein. Frau Zombie-Prinzessin, das bringt eh nichts. Das bringt eh nichts. So, war's jetzt mal mit der Storyline oder kommt denn noch mehr? What now? Who's so? Der Tag der Stärkeren. Ah, okay. Das ist jetzt die nächste Storyline. Aber ich denke, das soll es jetzt erstmal tun, oder? Ja, ich denke, das soll ich jetzt erstmal tun. Das waren jetzt drei Sachen. Ich finde das super anstrengend zu spielen, einfach weil es nicht vorangeht. Irgendwie 5 Minuten so einen Dialog anhören, dann für 2 Sekunden kämpfen. Das bockt irgendwie doch nicht so richtig.
Gucken wir, was Schokolin im Angebot hat. Ich brauche bestimmt neue Heiltränke. Naja, gut, 55 reichen noch. Gemachsamen für 20.000. Nein, danke. Aussaugen für eine nächste Option. Vanumsamen. Nee, Proteesamen vielleicht. Also für 20k. Oh, Medica. Ich glaube, die kann ich auf jeden Fall einmal brauchen. Macht mir zwar fast komplett pleite, aber ich werde es leider brauchen, schätze ich. Obwohl, Nihil ist auch nicht so wichtig. Ich gucke lieber auf die anderen Sachen. Hier, das zum Beispiel. Alles, was so ein bisschen negative Staatsveränderung bei Gegnern reindrückt, sowas. Ein Proteestein, okay, klar, warum nicht? Erdhammer. Haben wir so ein Ding nicht mal in der Quest gebraucht? Okay, gut. Das soll eigentlich reichen. Kolosseum ist eigentlich auch relativ unwichtig, oder? Gibt's überhaupt IP? Scheiß drauf. Kann ich auch alles später mal machen. Mach ich lieber mit der Story erstmal weiter. Mal gucken, wo uns der Weg noch führt. Ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel das gibt. Ich bin in der Hinsicht absolut unerfahren. Außerdem sieht es mit einem Kampfstab aus. Ich brauche bald einen Ersatz für Tamer. Die wird bald, schon sehr bald, unnütz werden. Ich könnte theoretisch meinen Get Stone da oben draufsetzen. Einschließlich dann Vita. Speedy. Für mehr Geschwindigkeit. Auge. Ja gut, Magieangriff würde runtergehen, aber... Jetzt im Ernst, ich habe doch irgendwie keine Magieangriffe. Aber meine Geschwindigkeit sinkt auch ins nirgendwo hin, also ich weiß nicht, dass es so sinnvoll ist, ihn hier oben drauf zu setzen. Wie viel Level ist denn zurück? Fünfe. Hat ja irgendwelche sinnvollen Skills, die das ausgleichen? Also das kann ich ja auch nach Hause schicken. Da muss ich ja auch nicht ewig mitschleppen. Er hat 19 FP, okay, da geht doch bestimmt irgendwas. Guck mal. Präzision plus Abwehr plus Abwehr. Abwehr. Und Balancetaumel kann er auch, okay. Das nehme ich mal so mit. TP plus Geschwindigkeit plus hat er hier unten auch. Da arbeite ich mich doch mit drauf hin. So, 3 Speed mehr. Hat er auch noch ein anderes Mirabord? Bekommt er bald, okay. Okay, ich habe Vertrauen, dass er noch besser wird. Aber er hat kaum Geschwindigkeit. Dafür ist er gut im Stapel umwerfen. Nun, ich denke, so als Festungsmonster wäre es schon nicht schlecht. Naja, gut. Noch ein neues Mirabord. So, okay, wir haben 19% aufgehangen. Mist. Okay, mal gucken, wie es jetzt aussieht mit dem. Wenn ich die jetzt austausche. Ich meine, irgendwann muss ich die ja austauschen, ne? Da führt ja gar kein Weg drum rum. Und Speedy oben drauf setzen. Nee, ist glaube ich auch nix. So. Unsere Werte gehen erstmal alles in allem ein bisschen runter. Aber mal gucken, wenn ich ihm noch ein paar Level gebe. Ob es dann nicht vielleicht doch noch ein bisschen besser wird. Ich kann ja jetzt mal bis Level 33 durchlaufen lassen. Und dann mal vergleichen, ob er besser geworden ist. So, mein Get Kupfert müsste ich auch mal ein bisschen was Neues geben. Sehe ich gerade. Der hat ja auch schon wieder ganz schön was am Start. Was brauche ich eigentlich für das nächsthöhere? Stufe 28, okay. Ach, guck mal, deine Siegesmarsch ist auch. Okay, cool, mit dem nächsten Level kriegt er ein neues Mirabord. Kann ich zwar erstmal nicht direkt was mit anfangen, aber ist ja trotzdem ganz nett. So, Tamer wird jetzt gemaxt, so wie es aussieht. Die hat dann wirklich alles.
Oh, die hat gerade ihre Statusphase bekommen. Es wird schwer zu widerstehen. Aber nee, ich muss erstmal ein bisschen mit Get Stoned arbeiten. Ich glaube, dass er noch Potenzial hat. Wie nehme ich jetzt überhaupt mit? Das passt erstmal. Wir haben eigentlich wie sonst irgendwas dabei. Glaube ich zumindest, wenn Pinguin noch dabei wäre. Dass ein Steinklotz ist nicht unbedingt schnell ist, das war ja schon von Anfang an klar. Aber gut. Städte. Ach, Burg Figaro zählt als Stadt, ja. Das Kolosseum ist einfach im Nirgendwo. Es scheint so. Nun gut. Mal gucken, wo uns der Weg als nächstes führt. Let's go. Midgar seems to be down for a nice long sleep. Midgar? Ah, that's what the place is called. The underground facility you explored. Huh? Why did you guys name your prison? Well, it's not technically speaking a prison at all. Huh? No? Then what? A kingdom this size? We never filled so large a prison. The men you met down there, those were my guards in disguise. Dude! I thought the guy's prices were a little too good to be true. If I might explain, Figaro's submerging castle has always been in my family. But I was the one who discovered the facility. 10 years ago, while trying to figure out how the castle turned. Excited, I enlisted Shinra's help. We investigated, and discovered that the facility was called Midgar, and powered by special energy known as Mako. However, not only was it teeming with mirages, the machines that Shinra was using for the investigation, they developed a mind of their own and attacked us. There were too many threats down there. Not to mention it housed my moving castle's power source. And so, of course, I needed a good cover story that would keep even the Federation away. Okay, gut zu wissen. Bis im Hintergrund wissen schade ich ja nicht. Aber für jetzt erstmal der dritte Schlüssel wichtig. Allerdings das mit der blauen und roten Prophezeiung wurde jetzt gar nicht mehr erklärt oder so. Chapter 16. Clash on Big Bridge. Das muss jetzt sein. It's off to the west, right? Das mit dem Duell auf der Brücke, das musste einfach sein. Da gab es auch keinen Weg drumherum. Okay, ich hoffe, ihr wartet nicht zu viele schwache Monster auf mich. Ist auch immer Zeitverschwendung. Obwohl man jetzt dort noch ein bisschen Level bräuchten könnte. Get Stoned, ist der Name. Bin ich schon fast ein bisschen stolz auf mich. Ja, mal gucken, wie der auf Level 33 dann aussieht. Wenn er dann schlechter als Tamer ist von den Statuswerten her, kann ich ihn ja rausschmeißen. Obwohl er echt coole Skills hat, zum Beispiel das Schütteln. That thing over there has gotta be it. No, that is one bit the bridge. Well, you sure can't say it doesn't live up to the name. Große Brücke. Das macht Sinn. Ich setze 5 Euro darauf, dass wir hier auf Gilgamesh treffen. Oh, damn. Lineares Gebiet kommt. Getting to the top is... not gonna be fun. All the same. Still, you have to admire it. Who could have built something like this? Nobody ever built it. A giant summoned it here in ages past. Beschworen. Was zum Fick bist du denn? The name is Aiko. My job is to look after the bridge. You've come here to cross it, right? Yeah. So, you were saying that big bridge isn't man-made. That someone summoned it here. But like... First, the bridge has a real name. It's Alexander, in fact. What? The Great Mirage. Big Bridge Alexander. It's the true! How did I even miss it? I can sense the bridge's the presence. Dude, this thing is alive? Holy schlep! And that's why a summoner like me has to look after him. Oh, wow! So you're a summoner, then? Yeah, but it's not like I'm the one that summoned him. Hey, can I ask you something? Hmm? Are you them? The one and only giants from the hills? You bet! Yeah,
That's the word. So, I guess that means it's true. Hmm? Wait a second. If the prophecy is right, you better not even think about it! Don't you dare lead us down the wrong path! Huh? Nobody remembers because they're so caught up in the Crimson Prophecy. The Azure Prophecy, it very clearly says, you could bring us salvation or ruin, the Divergent Futures. Endlich kommt Maya drauf zurück. Dankeschön. Princess Sarah did tell us about the Divergence. Wait, the what? You the meme you forgot? I'm starting to worry. Maybe I shouldn't let you use the bridge. Oh no, we're cool. Me and Rain are totally going to wreak the right future. Sure are. Huh? Well, it's not like I can stop you. The prophecy's about you, not me, right? Go on, you can cross. But don't go causing the apocalypse. Duly noted. So is there some special the trick to getting to the tippity top of Alexander? Just get on. I'll handle the wake-up call. The what? Alexander's kind of a sound sleeper. So it's my job to step in and sort of get things going. Now, off you go! Die Brücke aufwecken. Okay. Gut, dann machen wir das eben. Gut, dass nochmal bei der Vorstellung was angesprochen wurde. Weil das war doch ein wenig seltsam, dass da keiner mehr drauf zurückkam. So, was mache ich jetzt hier? Muss ich einfach nur ansprechen oder was ist mein Auftrag?